Ja, servus meine Freunde, willkommen zum neuen WWE Supercard Video bei mir auf dem Kanal Mr. Angezeugt. Ich bin Sascha und ich bin im Stream. Es gibt heute hoch im Himmel ein Schnäppchenangebot, 675 Credits nur. Ihr wisst, geht nicht in die Packs rein, es lohnt nicht. Guckt es euch bei den anderen an, ärgert euch nicht, wenn ihr sie euch nicht holt, weil es einfach nur Geld rausgeschmissen. Und wir gucken jetzt trotzdem, ob ich sinnvoll Geld rausschmeiße und wir was kriegen oder nicht. Wir haben eine Umfrage gemacht, also 30% denken, ich kriege gar nichts, die haben wahrscheinlich recht, 33% denken eine Karte, 28% denken zwei Karten und 9% sind verrückt. Die glauben nämlich, ich kriege mehr wie drei oder mehr Karten. Genau, hier, Chat schreibt schon, hallo YouTube, hallo zusammen, ihr wisst wie immer, Daumen hoch da lassen, kommentieren oder und nee, nicht oder, sondern und im nächsten Stream und Video wieder dabei sein. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Bin dann auch creditmäßig blank. Also es wird, bis das nächste Angebot kommt, erstmal das letzte Mal Packs sein, wo wir reingehen. Wir haben wieder eine Chance von 20%, eine der drei Karten zu bekommen. Stacy habe ich schon pro, also ich müsste sie noch proen, aber ich habe sie schon zweimal. Rosie habe ich einmal und Hurricane noch gar nicht. Darum lassen wir uns überraschen, was da kommt. Und wir probieren einfach gleich unser Glück. Und haben wieder im ersten Pack eine. Oh, okay, hat sich. Und noch eine Ronin-Karte dazu. Was ist denn? Oh, das ist ein episches Pack. Und sowas werdet ihr nie wieder sehen. Nur hier in YouTube. Jo. Das könnte sogar noch eine Osterkarte, glaube ich, sein. Wow. Okay. Becky Lynch. Jetzt kommt... Stacy wäre nicht so geil. Ach, aber es ist schön, noch mal eine Diva zu haben. Jetzt müssen wir sie noch mal kriegen. Sommer. Ja, okay. Was habe ich gesagt? Es ist egal. Es sind Sommerkarten. Und kriegen wir eine Sommerkarte? Nee, wir kriegen Mr. Perfect. Mr. Perfect glaube ich nicht, dass ich ihn schon hatte. Aber ist auf jeden Fall sehr nice. Also das war ein Pack für 675, wo ich schon mal sage, das war ausnahmsweise mal seine Credits wert. Wir haben gefragt nach Hero-Karten. Also das heißt, der Mr. Perfect zählt nicht. Oh, ein neuer dicker Fisch. Okay, Dark Souls vom Hell legt richtig los. Wir gehen trotzdem weiter rein. Jetzt brauche ich halt ja noch die zweite Stacy. Noch ein Rosie und noch zwei Hurricanes. Oh mein Gott, es geht wieder los. 2 von 2. Das ist... So soll das sein. Leute, ausnahmsweise. Und da ist der Rosie Pro. Ich glaube es ja gar nicht. Triple H hat mir damals 3 aus 5 gezogen. Noch ein Hurricane. Ich wollte aber die Hero-Karte Hurricane. Und ein Hitman. Ja, sehr nice. Heute gönnt es. Heute gönnt es. Ich bin gespannt. 2 Packs. Jetzt wird nichts mehr kommen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nochmal schön alle Daumen drücken. Der Lacker ist wieder am Start. Ja, aber guck die letzten Zusammenschnitte an. Da kam nix über 10 Videos. Und jetzt kommt mal wieder was. Und da geht es aber echt schlecht weiter. Danach war Schluss. Ja, ich glaube auch, da ist Schluss. Also das ist 2 Karten plus eine Ronin-Karte. Ist schon wirklich gut. Aber wir wissen es nicht. Wer weiß es nicht. Man munkelt es nur. Mal gucken. Ich weiß, war dabei. So. Durchschnaufen nochmal. Pack Nummer 4. Noch eine... Ach, das ist eine WrestleMania-Karte. Ich habe schon gedacht. Aber das könnte jetzt so eine... Nicht Frühling, nicht Oster, sondern eine Sommerkarte sein. Ist es aber nicht. Ist nur ein Finn Balor. Haben wir alles schon. Letztes Pack, letztes Glück. Kommt nochmal was, ist die Frage. Letztes Pack gönnt nochmal, schreibt Templer. Und Tordi sagt, komm, da kommt noch was. Ich weiß es nicht. Und die Raiders sind auch noch fertig. Vielleicht kommt noch was. Nein.
Also 5 Packs, 2 Hero-Karten, eine Ronin-Karte. Da kann man nicht meckern, aber trotzdem, Leute, spart euch das Geld, geht Free-to-Play rein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Aufnahme da drinne ist. Wahrscheinlich. Das ist das Disperboard. Haben wir hier im Chat. Gut. Also leider langt es nicht nochmal für die Sammlerstücke. Da sind wir von 112. Das heißt, da können wir noch... Ah, ich denke mal, morgen kriegen wir hier auch da nochmal eine Karte raus. Da wäre schön, wenn Hurricane oder Stacy dann kommen. Wir lassen uns überraschen. So, Leute, das war's fürs Video schon. Trotzdem gut. Genau, kann man nicht meckern. Da hatten wir schon viel, viel, viel Schlimmeres. Und ich glaube, wir haben es mal geschafft, ein Video ohne Schnitt machen zu müssen. Darum, Leute, sage ich es nochmal, ich freue mich über jedes Abo, egal auf welchem Social. Ich freue mich über ein nettes Kommentar hier im Video. Und wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, haut rein, macht's gut, bis denn.